Hallo, sagt der Flo. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Zoosimulator. Wir haben dieses Gehege quasi fertig. Wir müssen jetzt nochmal die neue Meinung prüfen. Ja, lieber hier rausgehen. Ich habe ein bisschen Angst. Die sind sehr laut da. Hinterher passiert uns noch was. Und zwar... Achso, genau. Dekoration, ne? Zweite Gehege schrecklich. Dekoration brauchen wir noch. Das können wir jetzt danach gucken, was die haben wollen zum Spielen. So. Ah ne, Enzyklopädie, ne? Was? Dann hier. Okay. Dann, Bedürfnisse, Gazelle. Hecke, Hecke, Heu. Ja, ist ja sehr abwechslungsreich. Die sind schon sehr lebhaft, ne? Da würde ich sagen, gucken wir mal hier so hin. So. Das sind so eine... Weiß ich nicht. Weißt du, wenn die keinen Bock haben auf Besucher, dann müssen die auch irgendwo verstecken können. Bei Hecken aber aufpassen, nicht, dass Alice sich nicht mehr bewegen kann. Flo, bist du bitte brav, ja? Dann haben wir hier so eine... Was ist da denn los? Oh, der Besucher hatte gerade so ein rotes Symbol über dem Kopf, ne? Machen wir hier so eine Schlafecke hin. Warte mal. Oh. Okay. Oh, diese Steuerung, die ist echt gewöhnungsbedürftig. Ich drücke Knopf. Es hat nichts. So, jetzt hat's. Okay. Ich würde sagen, das ist doch das, was wir haben wollten, ne? Nur ein Heuballen. Und hier so eine kleine Heckenecke. Schön, ne? So. Gut. Ein Bett, als wenn es dir ein Bett gäbe. Mal gucken wir mal. Aus. Ein Dach über dem Kopf wäre. Stimmt, wir haben noch keinen. Was haben die denn für Hütten für Gazellen? Haben die überhaupt welche? Betten und Unterkünfte. Eine Nashornlaube. Das ist irgendwie... Also zumindest gegen die Sonne, ne? Damit der empfindliche Flo hier irgendwie nicht Sonnenbrand bekommt. Seine Informatikerbräune. So. Perfekt. Kann man sowohl in der Sonne hinter der Hecke liegen, als auch im Schatten. Ja, hier. Warte mal. So. Was fehlt? Ups. Schlaf, ja. Haben wir jetzt hingestellt. Flohteppich, okay. Okay, die sind beide sehr müde. Ist gut. Schalten Sie den Computer-Tablet ein und öffnen Sie die Kategorie Renovierungen. Führen Sie eine Toilettenrenovierung durch. Ja, das wäre hier. Toilette. Jetzt will ich aber erstmal sehen, wie die vorher aussieht. Wo sind die? Haben wir jetzt eine Map? Nein, natürlich nicht. Hier ist noch ein Gehege. Ich denke, die bauen wir erst noch, ne? Wir gucken mal. Hier. Ja. 150 für ein ganzes Klo, aber 600 für den Hammer. Wow.
So, sehen wir das jetzt irgendwo? Aber will ich wissen, wie die vorher aussah? Bin ich mir auch nicht so sicher. Schalten Sie den Computer, upgraden Sie den Bohrer. Was? Werkzeug-Upgrades. Bohrer. Markierungsgeschwindigkeit 1,5. Markierungsgeschwindigkeit 1. Zoobewertung 1 Stern. Offene Gehege 2. Okay. Ach so, gut. Wir können also die ganzen Werkzeuge irgendwie noch aufbessern. Ist aber leider nicht im Prolog verfügbar. Aber die Schaufel können wir aufbessern. Hey! 3 volle Schaufeln. Wow. Futterspender. Vermutlich am Eingang. Wo ist denn der Eingang? Wir mal gucken hier. Nicht der im Prolog. Okay. Nehmen wir mal gucken. Wir haben mehr Zeit. Schön, dass Sie wieder da sind, Frau, Was ist denn hier los? Ah! Verstehe, hier ist das WC. Hä? Wo ist denn hier die dritte Tür? Müssen wir noch einen Bug-Report aufmachen? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay, hier ist der Eingang, cool. Okay. Und hier ist ein Verkehrsübungspark. Okay, warum nicht? So, was soll man machen? Die nächsten Informationstafeln. Genau, wir hatten doch jetzt den Bohrer aufgewertet, ne? Hatten wir? Dann können wir mal gucken, ob es das jetzt unfassbar viel einfacher macht. Da bin ich ja mal gespannt. Kommen bestimmt weitere Gebäude hin. Ja, das kann auch sein. Okay. So, das soll, wow, das soll jetzt einfacher gehen, ne? Ich bin schon sehr stolz auf mich. Aber ich glaube, oh, läuft doch. Oh. Ich ganz kurz auf einen anderen Bildschirm geschaut. Schon passiert sowas. Okay. Prüfen Sie die neue Meinung. Wie schnell hier neue Meinungen sind. Hier. Dekoration können wir noch besser machen. Okay. Und hier? Annette! Lieben Karl und die Annette. Der Auslauf der Nashörner ist leer. Sie brauchen mehr Dekoration. Die Informationstafel sieht aus, als würde sie gleich herunterfallen. Ich wollte die Toilette benutzen, aber es ist ekelhaft. Wir hätten vielleicht mehr auf die Sachen gucken sollen, weil das Tutorial scheint dann diese Dinge aufzunehmen, ne? Die wir dann hier feststellen. Ich weiß nicht, von wem dieser Schlagbohrer ist. Was haben wir denn jetzt hier? Gehen Sie zum Dschungelversteckgehege. Mhm. Einige alte Dekorationen wie Stand, Rampe, Topfpflanze oder alte Schaukel sind für Tiere nicht geeignet. Wenn Sie mit der Maus über ein Objekt fahren, können Sie es mit F verkaufen. Okay, wir können verkaufen. Noch was? Ah, hier, die Blumentöpfe, oder? Wer stellt denn solche Blumentöpfe in Gehege? Hä? Könnt ihr euch ein Gehege vorstellen, wo die reinpassen? Ah, hier ist eins mit Wasser. Hier ist eins mit Wasser, ne? Da könnten wir mal schauen, ob wir da was mit Wasser reinpacken können. Büsche.
werfe jetzt auch einfach nur einzelne Worte in den Raum. Achso, das war die Antwort auf Alice, ne? Okay. So, also ein Tier mit klein und Wasser, keins. Mittel. See? Ist das ein See? Obst, Gemüse, Kratzbaum, Hecke, Hecke. Können wir da Obst und Gemüse reinpacken? Gucken mal. Ich will nämlich die Nilpferde, möchte ich mal sehen, wie die aussehen, weißt du? Deswegen. Ob es denen gut geht, ist mir egal. Ich will einfach wissen, wie die aussehen. Ja, Obst und Gemüse ginge, ne? Ja. Wir haben hier Nilpferde. Also das ist ja der Klassiker, eine Nilpferd-Dame, sagt man ja immer, aber wir gucken mal, was wir im Angebot haben. Zu viele Büsche im Gehege, genau. Wir hatten Sorge, dass du da so einen hängen bleibst, wenn wir die da zu viel hinstellen. Zu viele Büsche. Kommt dir bekannt vor, ne? Wir müssen ein bisschen aufs Geld gucken. Geh mal hier. Aber guck mal, wie viele Gehege noch kommen, ne? Also ist schon nicht schlecht. So, wie sagen? Können wir mal einmal aufstallen hier. Ja gut, das... Meinungen. Dekoration, klar. Wohlbefinden. Wir müssen noch füttern, ne? Mit Wasser und Obst und Gemüse war das, ne? Jetzt wollte ich gerade zum Computer ein Wasser bestellen. Was ist denn los? So, da, Obst und Gemüse. Und dann Enrichments konnten wir ja drin bauen, ne? Dann schauen wir mal. Ja, Antichrist, das geht nicht, ne? Das hätten wir ja jahrelang vorgehalten. Dann müsste man sich das wieder dauernd anhören und so. Das kennst du ja. Das ist ja alles, ne? Was war denn? Obst, Gemüse, Kratzbaum, Hecke, Hecke. Schon wieder Hecke. Das ist ganz schön hier ab durch die Hecke, ne? So, erstmal das Näpfchen füllen. So. Da haben wir noch ein paar Äpfelchen. Lecker. Das ist schon gut, oder? So, da eine schöne Laube hier. Na du? Und dann, Kratzbaum auch, ne? Und Hecke. Dann nehmen wir jetzt mal den anderen Kratzbaum. Boah, hier ist so leer, ne? So. Und dann, Hecke. Hier war das, ne? Ich gehe mal die andere Hecke testen. Nein, nicht die. Die andere. Hallo. Oh, dieses Menü, ne? Da drehen wir jetzt schon auf. Ja, die Steuerung ist ein bisschen frickelig. Das muss ich schon sagen.
Oder sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig. Keinen Hornkratzbaum? Gibt's den anderen? Hallo! Geht's dir gut? Also normal meinst du, ne? Das ist ein Schubberbaum, ne? Dann, gehen wir dahin. So. Okay, nähern Sie sich dem Ort, dem Eingang. Okay. Drei Palmen wedeln an einem Ast. Sehe ich jetzt nicht als Hacker an. Palmwedel. Ast. Du meinst diesen Wäscheständer, wo Blätter zum Trocknen dranhängen, ne? Mhm. Ja, völlig überzogene Preise hier. Im Zoo gibt es Baustellen. Wenn Sie sich ihnen nähern und auf die linke Maustaste klicken, öffnet sich der Modus Bauen. Im Gebäudemodus können die verfügbaren Objekte gebaut werden. Okay, wenn Sie den Mauszeiger über ein gekauftes Objekt bewegen, können Sie es mit F kaufen. Das sehe ich. Ja, genau. Bauspott. Also, wir sollen ja einen Hotdog-Stand bauen, ne? Ja, klar. Da ist quasi, da kannst du die Wurst, die kannst du dann, ja, gut. Schalten Sie den Computer, öffnen Sie Kategorie Mitarbeiter. Stellen Sie einen Hotdog-Verkäufer ein. Okay. Wittibär, schönen guten Abend. Hotdog-Verkäufer. Level 1, Möglichkeit zum Verkauf von Hotdogs. Möglichkeit 2, 15% zusätzliche Einnahmen. Level 3, 30% zusätzliche Einnahmen. Mieten. Der hat sogar die Gargoyle-Klamotten an. Hallo, Sekunde. Sehr gut. Kaufen Sie Futterautomaten in einem Geschäft. Holen Sie Futterspender aus dem Lagerhaus. Stellen Sie Futterspender auf einen Trog. Kaufen Sie Futter und füllen Sie Futterspender. Wer kann das automatisieren? Was gibt's denn hier noch? Kaffeehaus? Achso, warte mal. Das sollten wir vielleicht mal machen. Noch genug Geld dafür haben. So, ne? Da gibt's die Hotdogs, da kann man die essen. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es natürlich andersrum gemacht. Klar. So, Futterspender. Da könnt ihr es hier machen. Futterspender kaufen. Hoffe, dass. Ja, das habe ich auch gerade gedacht, ne? Dass das Tutorial jetzt durcheinander kommt, weil wir irgendwas anderes gebaut haben. Holen Sie den Futterspender aus dem Lagerhaus. Da. Stellen Sie die Futterspende auf einen Trog. Wer frisst denn hier immer so viel? Oder ist es vorgegeben, wo wir den machen müssen? Warte mal. Ist das vor? Seht ihr den Fall? Nee, ne? Okay. So, dann gucken wir mal. Also dann kann man offenbar die Fütterung und so kann man automatisieren. Der Futterspender, die Futterspender werden verwendet, um Tröge automatisch mit Futter zu füllen. Um die Futterspender aufzufüllen, rüsten Sie das Futter aus, ziehen Sie auf die Futterspender und drücken Sie linke Maustaste. Die Futterspender füllen die Tröge, als ob ein Tier das gesamte Futter verzehrt hat. Auf dem
Futterspender sind Linien mit Kreide gezeichnet, die Anzahl der Futterfüllung anzeigen. Der einfache Futterspender hat 3 automatische Nachfüllungen. Wenn er aufgebraucht ist, muss er nachgefüllt werden. Verstehe. Hallo, Pellet? Ja, hier, ganzen Sack. Die Grafik ist cool. Das feiere ich gerade so ein bisschen. Kaufen Sie Futter und füllen Sie Futterspender. Okay. So. Schönen guten Tag. Wir sollten vielleicht mal gucken, wie das mit den Einnahmen ist, ne? Was ihr irgendwo sehen? Tickets. Können wir auch den Preis nicht ändern. Gäste insgesamt 55. Hä? 55 Leute? Hä, das ist ja für ein Gerücht. Ganz rechts. Gucken wir gleich. So. Und alle heißen Hans, ja. Die haben wahrscheinlich so Zielgruppenanalyse gemacht und dann, ja, wir wollen das, in Deutschland wird ganz viel Simulator gespielt, ne? Wie nennen wir denn dann die Leute im Spiel, damit sich dann möglichst viele angesprochen fühlen? Ah, natürlich, nehmen wir Hans, klar. Entweder das Spiel oder Garda oder Flo. Einer ist immer verwirrt. Das sehe ich ganz genauso. So, ganz links hast du gesagt. Ganz rechts. Da, Einkommen gesamt. 7.500. Ausgaben 37.000 mit den Tieren aber. Budget 8.258, okay. Und den Futterspender jetzt nochmal eben voll. So. Ja, Leute, there's that. Interessant, ist mal was anderes. Es ist mal ein Zoo-Simulator aus der Ego-Perspektive, hätte ich gesagt. Wir haben 3 von gefühlt... Wie viele Gehege waren es? Kann man das sehen? Über die Map, geht die jetzt hier schon? Bin ich dumm? Nee, die Map geht nicht. Aber wir haben gesehen, es sind noch ganz viele Gehege sind drin. Die noch nicht bespielbar sind. Ja, wenn ihr das Spiel unterstützen wollt, packt es auf die Wishlist auf Steam. Aber vielleicht gibt es das noch irgendwann bei unserem fantastischen Partner Games Planet. Da wäre der Link in der Beschreibung. Und ja, da würde ich sagen, das war es von unserem Angespielt vom Zoo-Simulator. Danke fürs Zuschauen. Es geht auf diesem Kanal mit anderen Spielen weiter. Unter anderem in ein paar Tagen. Das ist für euch dann jetzt quasi gerade akut. Nehme ich ein neues Spiel auf. Jetzt bin ich gerade im Live-Chat, deswegen darf ich nicht sagen, welches Spiel das ist. Es ist noch unter Embargo. Aber ich kann so viel sagen, die Entwickler haben wir damals auf der Gamescom getroffen. Und es ist auch ein schönes, cozy Game, ja, wo wir eine Siedlung, glaube ich, aufbauen. Ne? So in die Richtung kann ich, glaube ich, schon mal sagen. Das ist mal ein bisschen was anderes auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr gebt mir auch eine Chance. Da sehen wir uns wieder. Jetzt ins Nachgesessen und schauen wir mit den Plus-Zuschauern kurz vielleicht noch ein anderes Spiel einmal schauen. Euch danke fürs Zuschauen. Lasst gerne auch einen Daumen da, einen Kommentar. Wie habt ihr das Spiel gefunden? Was denkt ihr dazu? Freue mich auf eure Kommentare und bis zum nächsten Projekt. Tschüss und bis bald. Sagt auch der hier, der da, das, ne? Der AT. Das AT-Pferd. Nashorn-Gerät. Tschüss!